Eine altbekannte GZSZ-Schauspielerin begeistert derzeit nicht mit ihrer schauspielerischen Leistung, sondern mit ihrer Stimme. Angela Peltner ist seit 2011 Komparsin in der beliebten Daily Soap. Bei GZSZ spielt sie die Rolle der Maria, die im Mauerwerk als Kellnerin arbeitet. 2021 legte die Schauspielerin dann eine Babypause ein. Nun ist Angela Peltner zurück, jedoch nicht bei GZSZ, sondern als Kandidatin der Castingshow The Voice of Germany. Die Künstlerin performte Ninas Hit Leuchtturm und konnte mit ihrem Auftritt die Kaulitz-Twins Tom und Bill von sich überzeugen. Die anderen drei Coaches drehten sich jedoch nicht um und so kam Peltner automatisch in das Team der Tokyo Hotel Stars. Auf X, ehemals Twitter, sind die Meinungen über ihre Performance jedoch gespalten. Zu den Hollywood-Twins passt sie gut, singt wie Heidi Klum, schreibt ein User. Ein weiterer: Wo kommt jetzt die Mickey-Maus-Stimme her?